Mahlzeit! So, heute mal was ganz anderes. Zwar, ja, es heißt zwar BMW Mini, aber naja, es ist ja leider nur mal ein Peugeot-Motor an diesem guten Stück verbaut. Ja, uns hat hier ein Auto aufgesucht, oder er hat eine Kundin aufgesucht aus Holland, die ja, beklagte, dass ihr Auto ein wenig Öl verbraucht hat. Ja, ein wenig Öl heißt leider so um die, ja, 1 Liter auf 700 Kilometer. Und das ist ein bisschen viel für mein Gefühl. Und auf jeden Fall, bevor wir da alles zerlegt haben, habe ich mir gedacht, wir gucken mal, drehen mal die Kerzen raus und gucken mal im Endoskop in den Motor rein, ob das vielleicht die Schaftabdichtungen sind, also von dem Ventilschaft. Dem war leider nicht so. Wir haben aber leider auch dementsprechend reichlich Öl im Brennraum schon mit dem Endoskop gesehen. Und das Ergebnis war dann einfach, dass der Kunde gesagt habe, ich habe da schon so eine Vermutung und den müssen wir mal rausnehmen und aufmachen. Und meine Vermutung hat sich leider bewahrheitet. Dazu gibt es dann jetzt mehr. Also, was war? Ja, Auto kam hier hin, lange Rede, kurzer Sinn, Motor einmal raus und einmal auseinandernehmen. Es gab unschöne Feststellungen, aber auch schöne. Wir fangen mal mit den unschönen Feststellungen an. Also wir haben den Motor zerlegt, den haben wir jetzt hier liegen. Oder eher gesagt, ich habe den zerlegt und den haben wir jetzt hier stehen. Block, alles raus, Kurbelwelle raus, Kolben raus etc. Und nachdem ich den Kopf rausgeholt habe, hat man hier schon gesehen, ja, unheimlich viel Ölablagerung auf dem Kolben, wie man sieht, und das ist ja schon ein Indiz dafür, dass wir hier echt enormen Ölverbrauch haben. Dann habe ich das Ganze auseinandergenommen, habe die Kolben gezogen. Hier habe ich jetzt schon die Kolbenringe alle entfernt. Was man aber sieht ist, der hat so viel Ölverbrauch gehabt, oder wir kommen da gleich drauf zu. Ich nehme mal den Kolben, wo der Ölabstreifring drauf ist, denn der Ölabstreifring ist das Problem bei diesem Motor. Und zwar haben wir das Problem, der Ölabstreifring soll natürlich Öl, überschüssiges Öl an der Zylinderwand abstreifen. Und bei dem ist es leider der Fall, der macht es nicht mehr. Und der Grund dafür ist folgender. Ich nehme den Ring mal hier runter. Das ist hier der untere. Wo fängt es an? Mal gucken, wo das offene Ende hier ist. Der hängt schon so fest hier drin, der lässt sich gar nicht mehr drehen. Alle Kolbenringe drehen sich und der untere, der Ölabstreifring, der lässt sich nur widerwillig drehen. Ich versuche gerade rauszufinden, wo der hier die Öffnung hat. Da haben wir es. Hier geht er auseinander. Nehmen wir mal runter. Da brauche ich jetzt nicht großartig aufpassen. Also, wir haben hier den Ölabstreifring. Der besteht aus zwei Teilen. Einmal durch den aus dem äußeren Ring und innen drin ist eine Feder. Die sieht man hier. Ja, und normalerweise läuft das so, der Ölabstreifring, der läuft hier im Zylinder, ja, der sitzt dann hier so drin und müsste normalerweise überschüssiges Öl hier von der Zylinderwand abtragen. Wenn der Kolbenring jetzt in Ordnung wäre, würde das Ganze so ablaufen, er streift das Öl ab, das Öl würde hier durch diesen Federring, sag ich mal, durchlaufen und normalerweise würde das Ganze dann hier, sieht man das schön, hier sind so Bohrungen im Kolben, da und da, ja, da würde das überschüssige, abgestreifte Öl dann durchfließen, hier durch den Kolben nach unten wieder in die Ölwanne laufen. Das Problem, was wir aber hier haben, ist, wenn wir das Ganze mal ins Licht halten, normalerweise sollte dieses Bauteil, also hier zwischen, da sollte man Licht sehen, also das heißt, es sollte frei sein. Wenn wir das mal gegen das Licht halten, da ist irgendwie nicht mehr viel mit Licht. Ich hole mal eine Lampe dazu. Ich nehme jetzt mal die Lampe hier, halte mal da rein. Da sieht man nicht wirklich viel. Dementsprechend wird dieses Öl zwar abgestreift, aber wird nicht mehr in die Ölwanne zurückgeführt, sondern der pumpt das Ganze wieder hoch in den Brennraum. Und das sieht man auch daran, dass wir hier eine schön saubere, ein schön sauberes Kolbenhemd haben oben. Ja, der hat alles durch das Öl sauber gewaschen. So, dementsprechend landet das Öl oben im Brennraum und dann verbrennt er das Öl. Und dementsprechend steigt der Ölverbrauch. Grund dafür sind Verkokungen, die den Kolbenring zusetzen. Die sieht man ja auch gut in der Kolbenringnut. Die setzen sich hier ab, setzen den Kolbenring zu,
irgendwann diese Bohrung, dann geht da gar nichts mehr durch. Das nächste Problem, was wir haben, ist leider, dass es nicht nur die Kolbenringe sind. Wir haben hier den Kolben und die Laufbuchse. Und die Laufbuchse hat eigentlich ein Maß von 77 mm. Sollmaß von Kolben lag, glaube ich, bei 76, 7, 6. Müsste ich mal genau nachgucken. Das Problem ist aber, darüber braucht man sich gar nicht mehr unterhalten oder Gedanken machen. Der Kolben, der ist so in sich zusammengefallen, wir haben hier nur noch ein Maß von 74,5. Das Ganze habe ich mir schon gedacht, als ich das Auto mit in die Halle gefahren habe, denn der Wagen war kalt und hat unglaublich geklappert. Das Klappern erklärt sich so, der Kolben ist einfach zusammengefallen, ja, aufgrund von thermischer Belastung, viel Öl und. Problem ist einfach, der Kolben, wenn er am unteren Totpunkt ist, macht der Kolben oder das Pleuel diese Bewegung. In dem Augenblick kippt der Kolben immer leicht im Brennraum. Wenn der Kolben jetzt aber so zusammengefallen ist, das sieht man hier schön unten, dann kriegt er irgendwann Kontakt zur Laufbuchse, was natürlich nicht sein darf. Das sieht noch relativ normal aus, das ist okay. Die Beschichtung ist ein bisschen angegriffen, ist nicht so dramatisch. Das hier ist aber schon nicht mehr so gut. Das Problem, was wir dann haben, ist, das sieht man dann hier im Brennraum. Da ist immer der Punkt, wo der Kolben dann anfängt zu kippen und dann natürlich in dem Bereich auch für einen höheren Verschleiß sorgt. Das sieht man hier auf allen Zylindern. Da sieht man schon leichte Riefen, nicht fühlbar, aber man kann sie sehen. Hier ist genau dasselbe Spielchen und auf dem Zylinder auch genau das gleiche. Großes Glück hat die Kundin insofern, dass die Laufbuchsen, die haben so gut wie gar keinen Verschleiß, den werden wir einmal durchholen müssen, also die Oberfläche einmal glätten müssen, damit das alles wieder vernünftig ist hier drin. Aber der Motor braucht neue Kolben. Glücklicherweise haben wir Kolben noch vom namhaften Hersteller aus dem Zubehör bekommen, ist auch erst aus Rüsterqualität, denn ein Kolben bei BMW, ein Kolben, wir haben hier vier Stück, würde alleine schon 250 Euro kosten. Ein Kolben. Das Erfreuliche an der Geschichte bei dem Motor ist, habe ich eigentlich nicht erwartet, ich schiebe das Ganze mal hier beiseite, zeige ich euch einmal, dass die Hauptlager, plumpsen die Schrauben runter, die Hauptlager von der Kurbelwelle, die sehen eigentlich noch gut aus. Also da kann man nichts sagen, das sieht alles noch echt gut aus. Fahrzeug hat 104.000 gelaufen. Habe ich gemessen, ist in Ordnung, aber trotzdem, natürlich gibt es diesen Spruch, never change a running system oder sowas. Also fummel niemals irgendwo ran, was funktioniert. Aber wenn wir jetzt schon so weit gehen, dass wir hier neue Kolben reinmachen und so ein Kram, dann machen wir auf jeden Fall neue Hauptlager rein. Pleuellager machen wir auch neu, haben halt einen leichten Verschleiß und wie gesagt, die sind nicht teuer genug dafür, dass man sie nicht neu macht. Hier sieht man einfach das obere Lager, man hätte so leicht, ganz, ganz leicht, wirklich, ganz leichte Verschleißerscheinung, ist aber normal, denn das Lager, das ist das Lager hier oben, das liegt daran, der Kolben, der sitzt hier auf der Kurbelwelle, so im Block drin. Und natürlich beim Arbeitstag, so beim Zündvorgang, kriegt der Kolben immer einen oben auf den Deckel und natürlich ist dann dementsprechend dieses Lager weitaus mehr belastet als das untere. Mit einer Kundin telefoniert, die Kundin hängt an ihrem Auto, das war ihr Traumfahrzeug, sie hat lange dafür gespart und dementsprechend sich dieses Auto ausgesucht und hat dann auch nochmal richtig Geld in die Hand genommen. Sie wollte natürlich auch dementsprechend audiophil versorgt werden. Da habe ich vor, ich glaube, einem halben Jahr ungefähr oder dreiviertel Jahr habe ich noch eine super Musikanlage da eingebaut. Also sie ist nicht gewillt, dieses Auto wegzugeben, sondern es muss repariert werden. So habe ich gesagt, bevor wir jetzt am falschen Ende sparen, lieber ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen, also machen wir mal die Rundumkur. Der Motor wird also dementsprechend einmal neue Kolben bekommen, im nagelneuen Kolbenring. Dementsprechend neue Pleuellager, neue Kurbelwellenlager, die sich hier drin befinden. Dementsprechend haben wir dann hier einen Zylinderkopf, auch wenn die Ventilschaftabdichtungen erstmal augenscheinlich in Ordnung sind. 104.000 gelaufen, hat man jetzt sowieso hier auseinandergebaut liegen, gehen wir natürlich her. Ich baue die Nockenwellen aus, die Ventile kommen alle raus, alle Schaftabdichtungen werden erneuert, die Ventilsitze werden, oder nicht,
Gefräß ist Quatsch, sondern die Ventile, die werden einmal gereinigt und einmal neu eingeschliffen, das heißt Kopf wird überholt, Motor wird neu gelagert, neue Kolben, neue Steuerkette und in dem Zuge auch eine neue Kupplung. Und dann sollte die nette Dame da eigentlich lange wieder Freude dran haben. Ich warte jetzt derzeit auf Teile und sobald die Teile da sind, geht es dann damit los, dass wir die ganze Geschichte einmal schön ordentlich alles reinigen. Das sieht jetzt erstmal nicht so schlimm aus, aber ich mag das eigentlich so, wenn man schon einmal einen Motor macht, ist das Problem, der Kunde sieht nicht viel davon, weil das meiste, was da an dem Motor gemacht wird, das passiert innen drin. Und ich mag das einfach, ja, mir ist es wichtig, einfach, dass der Kunde auch sieht, dass an diesem Auto gearbeitet wurde. Und zwar so, dass der Kunde oder die Kundin einfach einen sauberen Motor und einen sauberen Motorraum vorfindet. Natürlich kann man das auch anders machen. Man macht es einfach nicht sauber, lässt überall seine Fingerabdrücke nieder. Dann heißt man, lässt da auch seine Unterschrift drauf. Und dann sieht man auch, dass das dann gemacht wurde. Aber das mag ich nicht. Das heißt bei mir immer Motor, alles schön sauber. Das heißt Block lasse ich einmal einstrahlen, den Kopf und Block lasse ich einmal waschen dann. Das heißt alles wird schön sauber gemacht, dass es vernünftig aussieht. Und dann sollte das Ganze in Betrieb genommen werden. Was ich dann auch machen werde, ist dementsprechend das Fahrzeug einmal auf Öldruck dementsprechend durchstarten, ohne das Fahrzeug läuft. Dann werde ich den Motor 5 Minuten laufen lassen und danach kommt das Öl mit Filter wieder raus. Denn es lässt sich einfach nicht vermeiden, auch man kann wirklich pingelig sauber arbeiten. Ja, alleine schon beim Zylinderkopf planen, entstehen immer leichte Späne und man kann den sauber machen, wie man will. Man hat da immer leichte Rückstände, deswegen einmal 5 Minuten laufen lassen, dementsprechend wird der ganze Quark dann wieder ausgespült. Und dann lassen wir das nochmal ab, das Öl, dann kommt noch ein neuer Filter, ein neues Öl drauf. Und dann geht es an die Probefahrt. Und worauf ich mich besonders freue, ist, die Einlaufphase soll ich fahren. weil ich muss dazu sagen, wenn der Wagen läuft, er macht echt Spaß, vor allem mit der Musikanlage. Das heißt, die 500 Kilometer, die ersten, die werde ich mit diesem Auto fahren. Die zweiten 500 Kilometer wird die Kundin damit fahren. Nach 1000 Kilometern grundsätzlich lasse ich nochmal einen Ölwechsel machen. Dann wird meine Arbeit, die kontrolliere ich dann nochmal. Ist alles dicht? Läuft der Motor vernünftig? Sind die hier Fehler im Fehlerspeicher hinterlegt? Und dann kann die Kundin sorgenfrei erstmal damit durch die Gegend fahren. Aber bis wir soweit sind, ich muss erstmal auf Teile warten. Und sobald die da sind, habe ich ja gerade schon gesagt, geht's los. Und davon werde ich euch dann auch ein paar Bilder, Filmchen etc. zukommen lassen. Bis dahin, tschüss. Ja, warum entstehen diese, sag ich mal, Verkrustung hier an dem Motor? Natürlich erstmal wegen Ölverbrauch, klar. Aber ihr seht ja hier zum Beispiel in der Ölwanne da, in dem Bereich, da haben wir auch hier eine Menge von diesem ganzen Quark, ja. Hier im Zylinderkopf sieht es genauso aus. Wir haben hier überall, also ich habe es leider schon mal durchgespült, aber Öl, Kohle ohne Ende setzt sich hier irgendwo ab. Ich muss dazu sagen, die Kundin, die hat sich wirklich immer peinlich genau an die Ölwechselintervalle oder sprich Inspektionsintervalle gehalten. Bei dem Auto sagt BMW ja Long Life. Alle 30.000 Kilometer an Ölwechsel. Halte ich gar nichts von. Also das ist meine Meinung einfach. Long Life Intervall macht für mich nur dann Sinn, wenn wir jemanden haben, der sein Fahrzeug beruflich wirklich, sag ich mal, mehrere hundert Kilometer am Tag bewegt. Das heißt, morgens einsteigen ins Auto, das Auto wird warm gefahren und sieht dann erstmal 300-400 Kilometer Autobahn oder 200 Kilometer eine Autobahn. Das heißt, ordentlich durchtemperiert, wird ordentlich abgestellt und abends nochmal 200 Kilometer zurück. Long Life Intervall, alles kein Problem. Motor wird, wie gesagt, gut durchtemperiert, man hat nicht so einen hohen Kondenswasseranteil und. Macht dann Sinn, weil sonst würden die Leute, die wirklich diese Langstreckenfahrzeuge fahren, gefühlt alle 3 Wochen in der Werkstatt auftauchen und Ölwechsel haben wollen. Wäre doof. Aber bei Otto Normalverbraucher macht, das ist meine Meinung, ein Long-Life-Intervall überhaupt keinen Sinn. Warum?
Wir haben einfach das Problem, fangen wir mal so an. In der Regel, der normale Fahrer fährt, weiß ich nicht, 4, 5, 10 Kilometer zur Arbeit. Jeder Kunde sagt, ja, aber wenn ich in mein Kombi-Instrument gucke, falls dieses noch eine Temperaturanzeige hat für Kühlmittel, der ist doch warm. Die Anzeige ist immer in der Mitte. Das Kühlmittel ist warm, aber der Motor ist immer noch nicht komplett durchtemperiert. Wenn der Motor nicht einfach die Betriebstemperatur hat, haben wir dementsprechend einen enorm hohen Kondenswasseranteil, der einfach durch den Verbrennungsvorgang entsteht. Das Kondenswasser setzt sich wo ab? Im Motor. Vorzugsweise oben im Ventildeckel hat man dann oft auch bei enorm Kurzstreckenautos, man oben so einen gelben Schmock am Öldeckel hat. Das Ganze vermischt sich im Öl, ist nicht gut fürs Öl, weil Wasser hat im Öl nichts zu suchen, ist schlecht. Das nächste ist, wir haben im Kraftstoff mittlerweile 5% Bioethanolanteil und da ist das Problem, dieses Bioethanol, das wird nicht verbrannt, sondern es reichert sich auch im Öl an. Das Öl hat unterschiedliche Additive, um einfach verschiedene Aggregatzustände und Betriebszustände im Motor irgendwo aufzufangen und dementsprechend seinen Dienst auszuführen. Dieses Bioethanol, ja, wie sage ich das, trägt dazu bei, dass die Additive einfach ja, sich verflüchtigen, zerstört werden. Das Öl geht einfach daran zugrunde. Ist also wirklich totaler Unfug. Und dann hat man einfach den Effekt, dass man einfach wirklich enormen Ölkohleanteil irgendwann im Motor hat. Und Ölkohle, ja, das seht ihr hier am Kolben, wenn ich hier dran rumkratze, das ist wie Sand. Ja? Und das hat in einem Motor, das ist ein hochpräzises Bauteil, dieser Motor, das hat da nichts drin zu suchen. Dementsprechend zerstört es euch den Motor. Das kann sofort so weit gehen, wenn man es wirklich wegignoriert, Lagerschäden, ja, an der Kurbelwelle, sprich Kurbelwellenhauptlager, Pleuellager, Nockenwellenlager. Bei dem Auto haben wir dann auch, oder bei modernen Fahrzeugen schon länger, haben wir eine variable Nockenwellenverstellung. Ja, da sind ganz feine Bohrungen drin. Hier sieht man es. Ja, die sind jetzt nicht so fein, aber klein genug. Das kann passieren, dass die sich zusetzen. Das heißt, alleine durch die Ölkohle, durch diesen Long-Life-Intervall-Quark, werden einfach wichtige Ölbohrungen, die das Steuerung oder Ölversorgung von diversen Bauteilen im Motor betrifft, die werden einfach zugesetzt. Ja, und das führt zu weiteren Problemen. Solange man nicht in einem Jahr mindestens 30.000 Kilometer fährt, bitte nicht diese Long-Life-Intervalle einhalten. Bitte, also meine Faustformel, das ist einfach meine Erfahrung, alle 15.000 Kilometer oder einmal im Jahr, je nachdem, was als erstes eintrifft, einen Ölwechsel machen lassen, mit Filter. Alles andere, ihr macht euch die Motoren damit kaputt. Oder nee, nicht ihr, sondern der Motor stirbt einfach daran. Und es wäre einfach schade. Das wäre einfach schade, weil wir haben ein Auto, was eigentlich technisch und ausstattungsmäßig wirklich gut dasteht. Richtig feines Auto. Ja, über Aussehen etc. muss man, das ist Geschmackssache. Ich finde ihn ganz schick, der fährt sich auch toll, wenn er läuft. Aber wegen so einer Geschichte, das Auto wegschmeißen, das wäre einfach zu schade.